Gibt hier langsam Aufstand, ne? Aber es tut mir leid, hier muss eben gebaut werden. Ich kann doch auch nichts dafür. Kinders. Hm? Mach ich doch nur für euch, weil ich euch so lieb hab. Ehrlich. Kann auch sein, dass wir keine Krankenhäuser mehr haben, ne? Die stellen sich aber auch an, hör mal, das ist unglaublich, oder? Krankenstation. Gut, dann bauen wir mal eben schon Krankenstation dahin. Die stellen sie aber auch an. Was ist denn hier schon wieder? Hör doch mal jetzt auf. Mann, 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 Mann. Shop. Hauswirtschaftsraum. Was ist denn ein Hauswirtschaftsraum? Ach so. So, jetzt besser? Ich wollte es euch ja nur gesagt haben. Jetzt wird scharf geschossen, Leute. So, jetzt ist auch wieder Platz. Gut, denen wird es nicht so gut gehen, den Gefangenen. Ich kann mir das ja, ich verstehe das ja auch, aber das ist halt bei solchen riesigen Umbaumaßnahmen. Vielleicht kriegen wir noch einen fetten Aufstand oder so. Love Grow. 5 Todesfälle. Oh, das ist nicht so gut. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Personal einstellen. Warum erschießt den denn keiner? Das verstehe ich immer nicht. Heizt sich gerade ein bisschen an, ne? Da ist er, der Aufstand. Juhu! Geil. Haben wir denn so wenig Bauerwehr, meine? Ja, da kann doch jetzt richtig abtransportiert werden, oder? Sehr schön. Ist irgendwie schlechte Stimmung in meinem Klinikum hier, ne? Ja, immerhin 7 Häftlinge sind glücklich. Wer könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, auf der anderen Seite ist ja auch blöd. Ich weiß nicht, warum hier so wenig Essen nur... ne? Also ich meine, ich kann mir das nicht erklären, warum hier kein Essen rüberkommt. Hier sieht es nicht so gut aus. So, dann arresten wir euch mal ein bisschen. Dann können wir ja eigentlich bald wieder jemanden reinlassen, ne? Und die werden jetzt hier durchs halbe Krankenhaus geschleppt, weil hier natürlich die Notfallversorgung fehlt.
Ich weiß aber auch nicht, warum die als allererstes die Türen bauen. So richtig erklären kann ich es mir nicht. Ja, ja. Guck mal, die werden auch hier in schon in weißt du, der Trakt ist noch nicht gebaut. Da werden die aber schon mal in Einzelhaft gebracht. Unglaublich. So kann man doch nicht arbeiten. So. Wir rekrutieren noch ein bisschen. Informantenschwein. Widerlicher Typ. Oh, da ist jemand tot. Der stellt sich aber auch an, ne? Ich weiß auch nicht. Und manche stellen sich aber auch an in dem Spiel. Und wer soll jetzt den ganzen Blut hier wieder wegmachen? Das sieht ja aus hier. So, ich stelle schon mal den neuen Vorarbeiter ein. Der kann dann schon mal gucken, was mit seinem Kollegen passiert ist, ne? Gut, ich weiß jetzt nicht, warum die hier überhaupt, aber... im Hammer erschlagen, ist auch nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, warum die Informanten einfach nicht mal da bleiben, wo sie sind, weißt du? Ich will doch nur mal eine Übersicht kriegen. Ich glaube, ich mache mir übrigens heute schön Pommes-Currywurst zum Abendessen. Mal irgendwann. Heute ist Freitag, ne? Das heißt, morgen muss ich mir keine großen Gedanken machen. Sehr gut. Kurz einmal das Autospeichern abwarten. Hier ist noch ein potenzieller Informant. So, und der wird jetzt ins Sicherheitsbüro gebracht, ne? Das Schlimme ist, das haben die echt noch nicht, also, ne? Zwei haben wir, alles klar. Hier ist auch nichts Nennenswertes, ne? Cool. So, wir rekrutieren hier alles. Was bei drei nicht auf dem Baum ist. Und du warst auch einer, ne? Richtig, sehr gut, so machen wir das. So, Essen wird weiterhin nicht im ordentlichen Maßstab gekocht und gebaut wird hier auch nicht. Ja, ich verstehe allerdings ehrlich gesagt auch nicht, hat er die, also der hat die Räumlichkeiten mit übernommen, ne? Hat er hier zwei Tore eingebaut? Ich hatte diesem Tor doch gesagt, es soll entriegelt bleiben, oder nicht? Und wer bist du? Höchste Sicherheitsstufe. Und was machst du hier? So, dann planiert man das weg. Das sind nämlich Gebäudebestandteile. So, werde mich mal zur Frau begeben und da noch ein wenig existieren. PS, versuche morgen mit Gamepad zu spielen. Ja, ich habe mein langes USB-Dingens-Kabel schon hier, weil mein
Billig-Controller war oder hat einen Kabelbruch irgendwie. Den habe ich jetzt schon mal entsorgt und kann jetzt einen PS4-Controller direkt an den Computer anschließen. Dann passt das. Ich hoffe, dass das morgen dann seinen Gang geht. Mal gucken. Wir kriegen einen neuen Häftling. Sehr gut. Können wir uns auch mal endlich wieder mal angucken. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Supi, dann bis morgen. Ja, schönen Abend noch und sag mir einfach, wann wir anfangen. Wie immer nicht so spät, ne? Kennst das ja. Aber ich muss ja auch ins Bett irgendwann. So Horror um 13 Uhr oder sowas. Irgendwie in der Art. Kriegen wir schon hin. So, es müsste eigentlich jetzt unser Todeskandidat kommen. Da ist er. Es kommen ganz viele Anwälte. Guck, der wird auch gar nicht mehr richtig aufgenommen hier auf der Seite, sondern gleich hier rüber gesteckt. Zack. Ah, die beide. Oh, zweite Rezeption funktioniert. Sehr gut. Jetzt ist er nackig hier. Haben wir nochmal für Niklas. Schönen fetten, nackten Mann. Auftrag hat er schon. Irgendjemand müsste jetzt mal irgendwann kommen und ihn wegtransportieren. Ja, da wird er wegtransportiert. Kriegst du die Zelle vom Burgess? Ne, kriegt eine eigene. Alles klar. Warum bist du in Einzelhaft, weil du ein Vollidiot bist, ne? Gut. Vielleicht wird ja auch mal irgendwann einer von denen freigesprochen. Wie schaut's hier aus? Also wenn du das planierst, wird da alles abgerissen. Alles klar. Aber du bleib doch mal ruhig, Ginas. Komm. Mal ganz entspannt hier. Oben ist auch schon wieder irgendwo was. Aber wie ich sagte, ne? Also wir haben 26 psychisch Kranke und 23 Platz. Ja. Ja. Was soll ich da groß zu sagen, ne? Ja. Ist halt so. Die Krankenstation ist aber immer noch nicht gebaut, ne? Sehe ich richtig. Komm, dann reißen wir es auch wieder ab. Macht ja keinen Sinn. So. Wände abreißen. Auch alles klar. Haben wir. Next one ist eine Wand ziehen. Oder war das Fundament? Ne, wir müssen erst ein Fundament machen. Ne? Betonfundament. Einmal hier. So.
Machen wir da unten mal ein Türchen rein. Ein Türchen. Und dann ist hier nämlich Schluss mit dem Durchlatschen. Die sollen hierher latschen.